Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, ich habe hier gerade eine wundervolle Box bekommen und zwar die Degusta-Box. Das trifft sich sehr gut, denn es ist abends, ich habe Hunger. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in der Maibox verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das Coole ist, ich bekomme die ja nicht nur kostenfrei in der Kooperation zur Verfügung gestellt, um sie hier zu zeigen. Nein, es gibt noch zwei weitere Sachen. Zum einen kann ich eine Box an einen von euch verlosen, wenn du möchtest. Kannst du gerne an der Verlosung teilnehmen. Alles, was du tun musst, steht unten in der Infobox. Ist relativ simpel. Sei einfach Abonnent meines Kanals. Das bist du entweder schon oder wirst es hier einmal kostenlos. Gib dem Video einen Daumen nach oben. Würde ich mich auch mega darüber freuen. Und ja, verfass einfach einen lieben Kommi unten und verwende den Hashtag, den ich dir in die Infobox geschrieben habe. Und das war's schon. Und ich habe einen Gutscheincode. Dann bekommst du die Box, wenn du dieselbe abonnieren möchtest, einfach mal ein bisschen günstiger. Steht auch immer unten in der Infobox drin und ich blende dir den auch hier nochmal ein. Der ist ein bisschen kryptisch, aber ne? Den kannst du nehmen, dann kriegst du ein bisschen, ja, Rabatte, Prozente, wie auch immer. Bisschen was günstiger bei deinem ersten Abo und das finde ich ganz cool. So, die Degusta-Box kostet nämlich 15,99 € pro Monat und das ist eine Food-Abo-Box. Die erscheint immer so zum Ende des Monats und die kommt monatlich. Da sind bis zu 15 Produkte enthalten und du hast hier sowohl so Neuheiten drin, als auch so ganz Basic-Produkte. Wir hatten auch mal ein Brot und sowas drin, finde ich total klasse. Aufbackbrötchen und so. Die hat jetzt das Motto Picknick, habe ich gelesen. Und ja, kommt halt wirklich immer in dieser großen, schweren Box. Und ich feiere das. Ich mag die Degusta-Box, habe die damals auch selber im Abo gehabt. Und weil den lieben Menschen von Degusta-Box mein Unboxing immer so gefallen hat, haben die mir irgendwann gesagt, Mensch Claudi, wollen wir nicht irgendwie zusammenarbeiten? Willst du nicht vielleicht von uns die sowieso einfach zugeschickt bekommen und dann einfach zeigen? Ja, richtig geil, vor allem, weil ich dann ja auch eine Box verlosen kann immer. Mega cool und ja, hier steht Open Me und das mache ich doch einfach mal. Dann öffne ich die Box und ja. Die Degusta-Box ist echt so eine Box, die mir am Herzen liegt, ne? Weil es sind einfach coole Produkte und in dieser ganzen Fülle, die du im Supermarkt nur mal hast, rennst du ständig an den Neuheiten vorbei oder an den coolen Produkten, die es einfach mal wert wären, getestet zu werden. Und so schaut es aus, wenn man den Deckel einmal öffnet. Da ist so ein Butterbrotpapier, was mit einem Klebi verschlossen ist und diesen Monat ist die Box echt schwer. Deswegen, die jetzt hochzuhalten, ne, das ist nicht so einfach. Und ich sehe hier schon ein Basic-Produkt und ich freue mich schon wie Bolle. Aber nein, wir nehmen zuallererst mal die, dieses Heftchen, wo drin steht, was drin ist, drin, draus, raus. Genau. Hier steht MyBox, dann sind hier auch Produkte des Monats und die unterschiedlichen Produkte aufgeführt und so. Und die Preise, die blende ich dir auch ein. Ja, du hast gehört, hier habe ich Besteck liegen. Man lernt dazu. Ja, als erstes nehme ich natürlich das Produkt raus, was ich gerade gefeiert habe. Das ist ein Nussstollen, Leute. Geil. Von Oels, die Meisterbäckerei. Stollen au noir. Stollen, nee. Saftige Nussfüllung. Oh, das finde ich ja klasse. Den werde ich jetzt tatsächlich nicht anschneiden, weil sowas soll ja auch bitte saftig bleiben. Und wir haben jetzt echt abends, ne? Ich denke, dass wir den, weil wir jetzt ja Urlaub haben, ja, bis 15.06. ist der haltbar, den werden wir uns einfach mal jetzt die Tage über gönnen. Ich bin ja auch so freaky, ne? Sowas esse ich ja auch gern zum Frühstück. Ich will den probieren. Von welcher Marke? Oels, habe ich schon gesagt, ne? Wir sind hier nicht zum Spaß, wir sind hier auch zum Probieren. So. Beißt sie jetzt einfach so davor her rein? Nein, das kann ich nicht bringen. Ich breche mir mal so ein Stück davon ab. Das ist total saftig. So ein bisschen wie Zupfbrot. Ich habe jetzt so einfach mal so eine Riege entfernt hier. Ne? Das ist einfach hier so abgemacht. Boah, ist das lecker. Mhm, schmeckt wirklich gut. Boah, es kommt gleich in so eine Brotbox, dann ist der morgen nämlich auch noch gut. Das finde ich gut. Zum Nachspülen habe ich dieses Produkt von Rauch Juice Bar, Schwarztee, Zitrone, Ingwer. Okay, echt gebrüht ohne Zuckerzusatz. Und wir haben es jetzt 8:30 abends. Schwarztee ist ja eigentlich eher so ein Wachmacher. Egal, ich habe Urlaub. Wobei, es ist jetzt auch Samstag, ne Leute, also da, Prost. Sieht jetzt nicht so ultra appetitlich aus. Wenn es jetzt wie ganz normaler Zitronentee schmeckt, ist es gut. Schwarztee wäre auch noch lecker, aber Ingwer mag ich ja nicht so gerne. Schmeckt voll lecker. Der Ingwer kommt jetzt so im Abgang ein bisschen, aber hauptsächlich schmeckst du so Schwarztee mit Zitrone. Richtig, richtig lecker.
ist echt lecker. Wie man sieht, ist da keine Kohlensäure drin. Das heißt, man kann das auch mal eben so trinken. Ist sogar Pfand mit drauf. Ja, und es ist vegan und irgendwas Zertifiziertes. Fand ich auf jeden Fall lecker. Cool. So, was haben wir denn hier noch? Ei, ja, wir sind ja bei Picknick. Deswegen gibt es hier auch, richtig cool, von Pickup, von Leibniz, den Pickup Choco Hazelnut. Das finde ich cool. Das sind hier so mehrere drin. Ich finde, das kann man auf jeden Fall mal probieren. Ja, ne? Ja, Pickup kennt man. Das ist dann einfach so ein Leibniz-Keks und Schoko dazwischen. In dieser Schokolade ist nochmal diese Haselnussgeschichte drin. Das ist lecker. Salted Caramel Coffee. Süß und salzig. Espresso und Milch verfeinert mit cremigem Karamell und Salz. Von Münsterland ist das hier eine Dose. Die werde ich aber nicht jetzt heute Abend trinken. Das macht keinen Sinn, ne? Weil dann sitze ich echt senkrecht heute Nacht im Bett. Das muss nicht sein. Süß und salzig ist aber etwas, was ich richtig gerne mag. Man gibt ja gerne auch so bei Süßspeisen noch eine Prise Salz mit rein und bei sehr herzhaften Sachen auch eine Prise Zucker, um den Geschmack entsprechend zu heben. Also einfach das Gegenteilige noch ein bisschen als Prise mit reinmachen, um den Geschmack etwas zu intensivieren. Und da kann ich mir einfach vorstellen, dass es auch richtig intensiv schmeckt und sehr, sehr lecker sein wird. Das werde ich mir morgen zum Frühstück tatsächlich gönnen. Ich bin eigentlich kein Fan von diesen Kaltkaffee-Getränken. Das ist eher was für meinen Freund, aber ich werde es auf jeden Fall ausprobieren und dann kann er notfalls den Rest trinken. Bei der Degusta-Box ist es nämlich echt immer super wichtig, dass du entweder jemand bist, der wirklich alles mag, weil du halt auch sehr unterschiedliche Produkte bekommst, oder dass du in einem Haushalt wohnst, wo unterschiedliche Geschmäcker im wahrsten Sinne des Wortes auch sind, damit auch alles seine Verwendung findet, weil es wäre total schade, wenn jetzt irgendwas daraus verkommen würde oder so. Ja, ich habe das Glück, entweder mein Freund und ich, ne, dass wir uns das entsprechend teilen oder dass ich das in der Familie auch weitergebe. Hier haben wir noch ein weiteres Getränk und zwar, oh, den hätte ich aber gestern zu meinem Geburtstag aufmachen können, Rotkäppchen Fruchtsekko Sauerkirsche. Ich trinke keinen Alkohol, mein Freund auch nicht. Also von daher ist es eher so eine Sache, die wir dann aufbewahren, wenn Gäste kommen. Was man jetzt aktuell auch nicht mehr so viel hat, ne? Ich glaube, ich fände es ziemlich lecker. Ja, weil ich mag Kirsche. Ziemlich getränkelastig das Ganze. Also wenn ich so dran denke, picknicken. Gut, du kannst auch in deinem eigenen Garten zum Beispiel picknicken. Oder naja, im Prinzip auch irgendwo im Park oder so. Aber da will man ja eigentlich immer relativ leichte Sachen mitnehmen, wie zum Beispiel hier diesen Nussstollen zum Beispiel, den kann ich mir da sehr, sehr gut vorstellen. Aber viele Getränke nimmst du ja so nicht mit, aber hier sind super viele Getränke drin. Aber na, hier haben wir jetzt etwas, was auch klassisch für Picknick ist und was richtig gut ist, und zwar von Centis 50% weniger Zucker, passiert Erdbeere. Das ist für die Leute total großartig, die nicht so gerne Fruchtstückchen mögen. Denn das sind halt keine Fruchtstückchen und keine Kerne hier drin. Also das ist wirklich so eine richtig passierte Marmelade, was geil ist. Ich habe jetzt aktuell noch eine Marmelade offen, deswegen mache ich die jetzt nicht auf. Das wäre Verschwendung, das möchte ich nicht. Und 50% weniger Zucker ist auch nett. Ich sag mal, wie viel Zucker hier drin ist. Das ist dann einfach mal so als Relation, sage ich mal. Ne? 26 Gramm Zucker pro 100 Gramm. Ich weiß nicht, was normal ist. Aber das ist hier enthalten. Erdbeermarmelade, finde ich, mag so gut wie jeder, genauso wie Kirschmarmelade. Deswegen finde ich es gut, dass sowas mit in der Box ist, was ja relativ basic ist, aber halt was Besonderes, weil 50% weniger Zucker und passierte Geschichte. Finde ich gut. Ja, die hatten wir auch, glaube ich, schon mal drin. Und zwar von Look O Look Little Candy Pizza. Das ist einfach eine Weingummi-Pizza, wenn man das mal so sagen darf. Das ist total süß, ne? Das ist ein Pizzakarton. Eigentlich sind das sind einfach nur Weingummis, Leute, ne? Das sind Weingummis auf einer goldenen Schale, wie auch immer, Aluschale. Und ja, ist lecker. Es ist halt einfach Weingummi. Hat mit Pizza nicht viel zu tun. Da ist noch irgendwie sowas Schaumgummimäßiges hinter. Die Bananen sind was für meinen Freund. Für mich ist das Ei auf jeden Fall was und auch diese Schnur. Und die Pizza, die da unten drunter ist, die kann man sich teilen, aber es ist ganz niedlich gemacht. Ja, finde ich wirklich süß, ne? Ich feiere das, dass es vor allem auch so ein kleiner Pizzakarton ist. Ist süß, ist eine witzige Geschichte, auch wenn man picknicken geht oder so. Das ist wirklich witzig, vor allem wenn man das sich so vorstellt, dass man romantisch picknicken geht, so ein ganz frisch verliebtes Pärchen oder so, oder wenn man ein Date hat oder so, oder so, oder so. Ich denke so an meine Jugend zurück. Und dann halt so diese Schnüre mit dabei hat, ne? Diese Erdbeerschnüre. Das ist
halt so dieser Susi- und Strolch-Moment. Das ist doch total niedlich, oder? Kommen wir nun zu einem weiteren Getränk. Zur schwarzen Äbtin. Jetzt Licht ins Dunkel bringen. Achso, so rum. Ein Erdbeerbier, oh lecker. Das wäre schon meins, ja. Wenn ich Alkohol trinken würde. 3,3%, 0,5 Liter. Das ist echt ein Humpen, Leute. Ja. Was ist das? The Primal Pantry. Oh, Coconut, 100% Real Food. Hm, was ist das? Ein Riegel mit Kokosnuss. Ach, das ist das wie Bounty? Lass mal gucken. Das ist irgendwas Spezielles. Real Food, Untamed. Also einfach sehr... Ah, mit Datteln, mit Sonnenblumenkern, Kokos, Rosinen und Kürbiskern. Das war's. Also eine sehr, sehr sleeke Zutatenliste. Das finde ich cool. Gucken wir mal. Ich mag Datteln. Finde ich richtig lecker. Oh, das sieht lecker aus, finde ich. Halt einfach so ein geschnittener Riegel, ne? Der riecht halt einfach nach Dattel und Kokos. Und schmeckt gut. Mmh. Wird gleich aufgegessen. Das, wo ich dachte, dass es ein Getränk ist, ist kein Getränk. Und ich feiere das gerade, weil wir wollten grillen heute. Wir haben heute auch gegrillt. Und ich hatte keinen Ketchup mehr. Ich hätte einen gehabt, hätte ich die Box eher aufgemacht. Shame on me. Und zwar von Ketchup Factory Tomatenketchup. Hier sind wir wieder bei Basic-Produkten und das finde ich total geil. Ja, das ist Ketchup. Wir haben wieder Ketchup, sonst hätte ich mir morgen welchen, morgen vor allem, ne, wenn Sonntag ist, übermorgen einen gekauft. Und ich liebe diese Retro-Flaschen-Ketchup. Nein, ich mache jetzt nicht so, keine Sorge. Ich probiere mal, ob der irgendwie anders schmeckt, aber es wird ja eigentlich ganz normaler Tomatenketchup sein, denke ich. Ich liebe Tomatenketchup in Nudelsalat zum Beispiel, mache ich mir das gerne drüber. Oder auf Nudeln einfach so als Soße. Über Kartoffelbrei ist es übrigens auch richtig lecker. So, jetzt wieder probiert. Schmeckt ganz normal nach Tomatenketchup und schmeckt mir richtig, richtig gut. Drei Sachen sind hier noch enthalten. Und zwar für deine Genusswerkstatt Duo Glasur Zimt Kakao. Okay, Entschuldigung, aber jetzt um diese Jahreszeit brauche ich keine Zimtglasur für meinen Kuchen. Wie lange ist das haltbar? 0,27. Bis Juli werde ich den Safe nicht benutzen. Nee, das passt echt nicht. Also das... Nee, das ist jetzt leider ein Produkt, was ich nicht so gut finde. Dann haben wir hier noch zwei Karten drin und solche Karten finde ich super. Genuss aus Österreich hat drei Buchstaben, Ölz. Da habe ich schon eine Karte von, die hängt bei uns in der Küche, finde ich süß. Und guten Freunden gibt man ein Nüsschen von Pickup. Das kommt auch in die Küche. Da haben wir so eine Magnetpinnwand, wo auch so Fotos hängen und so. Und da kommt das auch mit drauf. Tja, das war die Degusta-Box, glaube ich. Da ist wohl nichts mehr drin. Hat mir gut geschmeckt. Also bis auf diese Duo-Glasur hat mir wirklich alles richtig gut gefallen und wird jetzt auch in den nächsten Tagen vernichtet. Und finde ich klasse. Vielen, vielen Dank nochmal an Degusta-Box für die coole Zusammenarbeit. Mir macht das richtig Freude. Und ja, wie gesagt, wenn du eine gewinnen möchtest, schau in die Infobox. Wenn du sie abonnieren möchtest und ein bisschen sparen möchtest, schau auch in die Infobox. Da ist mein Code. Und wenn dir das Video gefallen hat, oh Mann, so viele To-Dos hier am Ende des Videos. Entschuldigung, Leute. Ich wollte euch hier nicht irgendwie, ne... Trotzdem, das wäre voll cool, wenn du mir einen Daumen nach oben da lassen würdest, denn da würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Da. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da nämlich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!